Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 25 der germanischen Mythologie. Und in dieser Folge geht es um die Bewohner des Weltenbaumes Yggdrasil. Maßgeblich um den Drachen Nidhöggr, den Adler und das Eichhörnchen Ratatösk. Der Weltenbaum Yggdrasil bildet das kosmologische Zentrum der Weltvorstellung der Germanen. Er steht im Zentrum der gesamten Welt und trägt die neuen Reiche. Die Vorstellung eines zentralen Weltenbaumes oder einer Weltensäule ist schon recht alt. Sie findet sich nicht nur bei den Nordgermanen, sondern auch außerhalb von Skandinavien und bei den Germanen der Antike und sogar in anderen indogermanischen Kulturen bis hin zu solchen, die außerhalb von Europa liegen. Weltenbäume und Säulen finden sich bis hin zur iranischen Mythologie und der Schluss liegt nahe, dass diese Vorstellung eines Weltenbaumes oder einer zentralen Weltensäule auf einem sehr alten indogermanischen Glauben beruht. Damit ist auch recht sicher, dass auch die Germanen der Antike und außerhalb von Skandinavien einen Weltenbaum oder eine Weltensäule kannten. Ein wichtiger Aspekt dieser verschiedenen Weltenbaumvorstellungen ist es auch, dass an jenem zentralen Baum bestimmte mythologische Wesen leben. Bei den Germanen sind es vor allem drei Kreaturen. Unter den Wurzeln liegt der Drache Nidhöggr und oben auf der Krone von Yggdrasil sitzt ein Adler, der aber keinen Namen trägt. Und zwischen diesen beiden, am Stamm des großen Weltenbaumes, sitzt das Eichhörnchen Ratatösk. Der Name Nidhöggr lässt sich als der hasserfüllt Schlagende übersetzen. Sein Wohnort findet sich unterhalb von Yggdrasil unter den Wurzeln des Baumes. Genauer wird der Brunnen Hvergelmir, der brausende Kessel, als der Wohnort des Drachen genannt. Diese große Quelle, aus der viele Flüsse der Welt kommen sollen, liegt unter einer der drei großen Wurzeln von Yggdrasil, die sich nach Niflheim erstreckt. Bei oder sogar in jener Quelle soll Nidhöggr leben. Allgemein stellt er dort, wie fast alle Drachen, eine eher bedrohliche bis böse Gestalt dar. Diese Rolle wird zum einen dadurch betont, dass er an den Wurzeln des Weltenbaumes nagt und frisst. Damit schadet der Drache dem Baum, der die gesamte Welt trägt. Zum anderen hat Nidhöggr die Rolle eines Totendrachen. In der Völuspá heißt es, dass Nidhöggr die Leichen der Toten frisst und ihr Blut trinkt. Da die Wurzel von Yggdrasil, bei der die Quelle Hvergelmir liegt, nach Niflheim führt, wo auch das Totenreich Hel liegt, kann man dies so interpretieren, dass die Quelle und die Heimat des Drachen Teil des Totenreiches sind und dass Nidhöggr einige der Toten heimsucht. Es ist aber nicht klar, welche der Toten von diesem Drachen verschlungen werden. Ob zu ihm besonders böse Menschen kommen, die als Strafe von ihm gefressen werden sollen, oder ob jeder Mensch, der nach Hel kommt, in Gefahr schwebt, gefressen zu werden. Snorri nennt Hvergelmir den schlimmsten Ort von Hel und legt nahe, dass Nidhöggr tatsächlich dort böse Menschen peinigt. Diese Version könnte aber auch bereits durch die christliche Vorstellung der Hölle als Ort der Strafe beeinflusst worden sein, die ja auch Snorri als Christ teilte. Nidhöggr ist aber unter Yggdrasils Wurzel nicht allein. Mit ihm soll noch eine Vielzahl von Schlangen leben. Mit diesem Begriff könnten entweder tatsächliche Schlangen oder die typischen Schlangendrachen gemeint sein. Im Grimnesmal werden einige von diesen ebenfalls mit Namen genannt. Diese lauten Goin, das Landtier, und Moin, das Sumpftier. Sie sollen die Kinder von Grathvidnir sein, was Grubenwolf bedeutet. Dazu gibt es noch Grabak, der Graurücken, und Grafvölud, der unter der Erde gräbt. Und schließlich noch Ofnir, der Aufhetzer, und Svafnir, der in den Tod Versetzende. Zudem soll es noch viele, viele weitere Schlangen geben. So viele, dass keine Zunge sie zu zählen vermag, heißt es bei Snorri. Auch alle diese Schlangen sollen am Weltenbaum fressen, womit auch sie der Welt schädlich sind. Aber Nidhöggr und seine Schlangen sind nicht nur damit beschäftigt, dem Weltenbaum zu schaden und die Toten zu fressen. Davon wird der Drache vor allem durch eine Sache abgelenkt, und zwar durch einen endlosen Streit, den er mit einem der anderen Bewohner von Yggdrasil führt. Auf der anderen Seite des Weltenbaumes lebt ein großer Adler. Sein Name ist allerdings nicht überliefert und er wird nur als der Adler bezeichnet. In der Krone von Yggdrasil hat er seinen Horst und er soll besonders mächtig sein. Und zwischen ihm und Nidhöggr besteht ein ständiger Streit und eine endlose Feindschaft. Besonders bekannt ist der Adler für seine große Weisheit und er soll sehr viele Dinge wissen. Und dazu hat der Adler auch noch einen Begleiter, der möglicherweise auch einen klugen Berater darstellen soll. Dieser ist ein Habicht und trägt den Namen Vedafjölnir, was sich als der Sturmbleiche übersetzen lässt. Er sitzt auf dem Kopf des Adlers zwischen dessen Augen. Die Bedeutung dieses Habichts auf dem Adler ist nicht ganz klar und es gibt verschiedene Interpretationen. Zum einen wurden Habichte auch von den Germanen in der Jagd als Greifvögel genutzt und hatten durchaus Ansehen als gute und besondere Tiere und wurden zum Teil sogar mit dem Königstum assoziiert.
Damit könnte der Habicht ein Zeichen für Größe und Erhabenheit des Adlers sein, der als besonders mächtig gilt. Ein anderer Ansatz ist es, Veder Fjölnir als Zeichen für Weisheit und Wissen zu sehen. Zum einen sitzt er auf dem Kopf des Adlers, der als besonders klug gilt und könnte eben jenes Wissen darstellen. Auch gibt es im Altnordischen die Redewendung Haukr í horni, was sich als Habicht im Winkel übersetzen lässt und einen verborgenen Ratgeber bezeichnet. Damit könnte der Habicht als Berater des ohnehin schon klugen Adlers gesehen werden oder vielleicht als Symbol für das Wissen dieses Wesens. Mit dieser Interpretation hätte der Adler einen wohl ebenso klugen Ratgeber, der ihm auch bei seinem Streit mit dem Drachen zur Seite steht. Denn dieser Streit wird vor allem mit Worten ausgetragen, da der Adler ja hoch oben in der Krone sitzt, während der Drache unter den Wurzeln von Yggdrasil liegt. Tatsächlich liegen die beiden so weit auseinander, dass sie einen Boten brauchen, um diesen Streit auszutragen. Und gemäß Snorri ist dieser Bote sogar zum Teil für den Streit mitverantwortlich. Und bei ihm handelt es sich um kein anderes Wesen als das Eichhörnchen Ratatösk. Der Name Ratatöskr lässt sich als Bohrerzahn übersetzen und dieses Eichhörnchen lebt am Stamm von Yggdrasil, also genau zwischen der Wurzel und der Krone und damit auch zwischen dem Adler und dem Drachen. Und die Rolle von Ratatösk ist es eben, zwischen den beiden als Bote hin und her zu eilen. Er läuft über den Stamm des Weltenbaumes, um die Worte des Adlers zu Nidhöggr zu bringen. Bei Snorri heißt es weiter, dass Ratatösk damit den Streit der beiden fördert, da er vor allem Gehässigkeiten und Beleidigungen übermittelt. Trotz dieser relativ limitierten Rolle von Ratatösk in der Mythologie ist dieses Wesen heute durchaus bekannt und relativ beliebt und wird immer wieder in verschiedenen Medien neu verarbeitet. In der eigentlichen Mythologie war Ratatösk aber nicht mehr als eine weitere Ausgestaltung des relativ alten Weltenbaum-Mythos. Ob aber auch die Figur von Ratatösk und vor allem seine Rolle als Bote und als listiger Streitbringer zwischen Drache und Adler ebenso alt ist, ist fraglich. Auf gewisse Weise aber stellt Ratatösk eine weitere Figur eines Tricksters dar und man kann das Werk des Eichhörnchens sogar als recht nützlich sehen. Zwar ist diese Interpretation sehr modern und frei, aber ich finde sie aus heutiger Sicht doch recht unterhaltsam. Dadurch, dass Ratatösk dafür sorgt, dass sich Nidhöggr mit dem Adler streitet, wird der Drache abgelenkt und nagt weniger am Weltenbaum. Somit kann er Yggdrasil wegen der Beleidigungen von Ratatösk weniger Schaden zufügen. Wie aber bereits gesagt, war die Rolle von Ratatösk in der eigentlichen Mythologie eher gering. Aber auch ich muss sagen, dass ein Eichhörnchen, das einen riesigen Adler und einen toten Drachen gegeneinander aufhetzt, ein sehr unterhaltsamer Gedanke ist. Daher finde ich es wenig überraschend, dass Ratatösk auch heute noch relativ bekannt ist und in modernen Medien immer wieder verarbeitet wird, obwohl er weder ein Gott war, noch überhaupt besonders wichtig. Die Rolle, Yggdrasil zu beschützen und am Leben zu halten, lag eigentlich auch bei den Nornen. Auch sie leben bei einer von Yggdrasils Wurzeln und aus ihrem Brunnen der Urd gießen die drei lebensspendendes Wasser über den Baum, sodass dieser stark und lebendig bleibt. Im Brunnen der Nornen leben dann auch zwei Schwäne, die die Urahnen aller Schwäne der Welt sind. Die Hilfe der Nornen und von Ratatösk ist auch mehr als nötig, denn nicht nur Nidhöggr und seine Schlangen fressen am Weltenbaum. Auch vier große Hirsche weiden an seinen Zweigen. Ihre Namen werden als Dain, Dvalin, Dunair und Durathror genannt. Diese vier Namen lassen sich als der Gestorbene, der Schlafende, der mit den braunen Ohren und der schlummernde Eber übersetzen. Als letzter teilweise Bewohner von Yggdrasil wäre dann noch Mimir zu nennen, dem der Brunnen der Weisheit, der Mimirs Brunnen, gehört, der dritte Brunnen unter der dritten großen Wurzel von Yggdrasil ist. Zu Ragnarök fällt dann natürlich auch der Weltenbaum, der als Vorzeichen dieser kommenden Bedrohung zu zittern beginnt. Doch von all seinen Bewohnern ist nur das Schicksal des toten Drachen Nidhöggr einigermaßen klar überliefert. In der letzten Strophe der Völuspa heißt es, dass nachdem Yggdrasil zerstört war, sich der Drache von unterhalb seiner Wurzel erhebt und über das Schlachtfeld fliegt und viele der Leichen davonträgt. Hier heißt es, dass sich der Drache von Nidavellir aus, einem Ort in Niflheim, der meist als ein Wohnort der Zwerge beschrieben wird, in die Luft schwingt und mitsamt den Leichen davonfliegt. Damit scheint der Totendrache Ragnarök zu überstehen und auch in der neuen Welt, die nach dem Endschicksal der Götter folgt, zu leben. Aber es ist unbekannt, wohin Nidhöggr fliegt. Die Bedeutung dieser letzten Strophe der Weissagungen der Seherin ist nicht ganz klar. So bleibt offen, was nach Ragnarök wirklich aus Nidhöggr wird. Klar ist aber, dass er überlebt hat.
Was aus den anderen Bewohnern des Weltenbaumes wird, wissen wir dagegen nicht genau. Ob der Adler und sein Habicht oder Ratatösk ebenfalls den Fall von Yggdrasil überlebten oder nicht. Vermutlich aber gingen sie im Weltenbrand zusammen mit ihrem Baum unter. Anzumerken wäre lediglich nur noch, dass einige Strophen zuvor noch einmal ein Adler genannt wird. Als die neue Welt wieder aus den Fluten aufsteigt, soll als erstes ein Adler darüber fliegen. Da der Adler auf Yggdrasil keinen bekannten Namen hatte, könnte man zumindest die Vermutung anstellen, dass in dieser Textstelle der gleiche Adler gemeint war und auch er Ragnarök überstand und nun in der neuen Welt lebt. Wobei das aber auch mehr oder weniger eine Eigeninterpretation meinerseits ist. Eine ähnliche Erwähnung, die wenigstens eine Vermutung zulassen würde, dass auch Ratatösk überlebt hat, findet sich für ein Eichhörnchen aber nicht. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.